Ich denke, diese Trophy mit nur Plasma-Cutter benutzen, die werde ich auf der höchsten Schwierigkeit sowieso automatisch mitmachen, weil man da halt dann, ne, nur den Plasma-Cutter aufhebt. Und, ja. Wie ist denn das so, Chat? Es gibt ja eine Trophy, nur den Plasma-Cutter benutzen. Darf ich dann nur den Plasma-Cutter ausgerüstet haben? Oder darf ich die anderen Waffen aufheben, aber keinen Gegner damit töten? Hey Daniel! Danke für den Raid, Mann. Schönen Abend an deine Community. Schönen Abend. Lass es gut gehen. Wir spielen hier noch Dead Space 1 Remake. Nur mit dem Plasma-Cutter Kills machen. Also, falls man eine der anderen Waffen aufhebt, kann man sie halt einfach in den ins Lager schicken, ne? Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream bei Daniel. Habt ihr euch die Streamer Awards gegönnt? Wo ist denn hier der Stromgenerator? Mein Lieblings-Story-Game ist Witcher 3. Bin ich blind? Stimmt, mit den kleinen Viechern. Du hast recht, das auf schwer. Oh, vielleicht sollte man einen New Game Plus. Kann man diesen Plasma Cutter, Only Plasma Cutter Run im New Game Plus machen? Weil den Flammenwerfer braucht man schon. Ach, ich muss ihn von hier nehmen. Den Flammenwerfer braucht man, glaube ich, schon auf dem, in dem Run, wo man nur dreimal speichert. Sonst sind diese kleinen Viecher zu gefährlich. So dunkel bei dir wegen Horrorgame. Hab Licht ausgemacht. Und Strom sparen, Digga. Das ist halt so hart. Der nachhaltige Boss. True. Finde ich gut, dass es solche Trophys gibt. Auch eine Trophy hier mit alles upgraden. Das hat, dann hat man halt im New Game Plus und so noch was zu tun, ne? Gibt Wiederspielwert. Und ich mag solche Trophys, weil man dann halt auch mal die Waffen ausprobiert und voll geupgradet, ne? Ach ja, mein Moin. Mal wieder ein Stase-Pack. Und noch meinen goldenen Halbleiter. Schmackofatz. Soll man das überhaupt schaffen? Naja, du musst halt einfach dann richtig gut spielen, ne? Richtig gut spielen. So gruselig, man macht. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Schwere Flüssigkeit aktiviert.
Okay, ich muss es anhalten, aber wie muss ich es anhalten? In welchem richtigen Moment? Das Bein habe ich eh nicht mehr gebraucht. Na, zum Zocken brauchst du eh nur die Hände. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Stimmt, ich kann eh schweben. Scheiß aufs Bein da. Okay, Asteroid. Glaube, ich muss im richtigen Moment. Nee, so geht's nicht. Okay, ich hätte gedacht, das funktioniert. Einer schreibt, ohne das Bein gibt es 50% bei Footlocker. Footlocker. Das ist ja ehrenlos, Digga. Aber true. Ich muss einfach nur noch einen Schuh machen. Muss ich irgendwas mit dem Ast machen? Das bringt, glaube ich, nichts, wenn das blockiert ist. Aber ich glaube, die beiden Dinger kann ich nicht halten. Nee. Füll nochmal die Energie auf. Oh mein Gott, ich habe gerade so Nervenkitzel gehabt, ob die Energie mich wieder zerschreddet. Vielleicht beides slowen und noch zusätzlich die Metallklammern, die hin und her rotieren, auch noch slowen. Das hätte man sich auch denken können, aber ich dachte, vielleicht werde ich einfach nur eingesaugt wie ein Meteorit und kann wieder rausschweben.
Schade. Schwerelosigkeit aktiviert. Du wirst verarbeitet. Wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Gravitationsstrahlen halten den Meteorit. Echt, ich check's nicht, Mann. Da muss der erstmal drauf kommen. Gravitationsstrahl gelöst. Wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen. Hey, du Schwanz! Aber er hat ja eigentlich, Chat, macht er ja... Eigentlich gibt er einen ja einen guten Hinweis. Er sagt, ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren. Also die Energiequelle kappen, ne? Kurz gedacht schon wieder, dass das Ding ist over. Schweben kann ich nicht.
Verdammte Axt. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Gravitationsstrahl gelöst. Ach, ich hab ja... Warnung! Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschultes Personal muss den Abbausektor sofort verlassen. Ende des Vakuums. Ich will ein Kind von dir, Carsten. Ich warte immer noch drauf, dass mir das mal eine heiße Zuschauerin in den Chat schreibt, Digga. Und nicht einen Dreh. Trotzdem grüße ich ihn raus. Aber ich von dem Bruder hat es viel mehr Gewicht, weil wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Habe ich mal gehört. Ja, die All-Sequenzen bzw. die schwerelosen Sequenzen sind wirklich sehr geil gemacht. Ich will eine Rolex von dir. Ich will ein Kind von dir und ich bin eine heiße Zuschauerin. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt will wieder jeder ein Kind von mir, super. Stellt euch hinten an, Chat. Meine Mods sind natürlich heiß. Heiß im Herzen. Die brennen nämlich für den Stream. Woanders.
will ich gar nicht wissen, was du damit meinst. Bloody Toaster, danke noch für die 5 verschenkten Naschis. Gönnt man den Bombe. Und Red Reaper, danke auch für deine 2 verschenkten. Danny kommt dann nicht zum Geburtstag, weil er in der Win Challenge hängt. Ich sage euch, wie es ist. Danny ist ein Kollege, der verschläft deine Headset. Der verschläft deine Hochzeit, weil er einen 48-Stunden-Stream oder so gemacht hat. Das prophezei ich euch. Das ist das neue Dead Space, yes. Juhi. Was soll ich machen? Gleich kommt nochmal Werbung in 2 Minuten 40. Muss ich auf Toilette gerade eigentlich? Keine Knoten, keine Credits, bin broke. 10 Plasma-Karte, Muni. Ist jetzt echt so weit, dass ich mir die Muni kaufen muss oder was? Unerträglich. Ey, ohne Scheiß. Twitch ist einfach eine eigene geile Welt. Es gibt so geile Twitch-Emotes. Und zum Beispiel von Doppelmoral, das Emote, dieses It's okay, ist einfach so geil. Oder dieses Blubbers. Das ist so geil. Oder da, wo dieser eine, der eigentlich immer Ding-Dong macht, so im Kreis läuft. Digga, das sind so geile Emotes einfach. Oder beziehungsweise GIFs. Immer die Platinen verkaufen. Ja. Genau das. Wieso sehe ich das nicht? Du brauchst 7TV. 7TV brauchst du dafür. Okay, wir haben gesagt, wir sparen für die Rüstung, richtig? Und die ganzen anderen Dinger. Ich hätte jetzt schon wieder hier fast mir einen Knoten gezogen. Aber nur fast. Bei 7TV habt ihr alles mit drin. Alles, was das Herz begehrt. Nochmal früher vor der Werbung retten. Wie geil. Ehrenmann. Ah, ich muss den Generator wiederholen, ha? Von der anderen Seite. Okay. Oh mein Gott. Das wird nicht so einfach, Bruder. Generator, gebrutzelt bitte. Ja, Red Reaper, ich weiß nicht, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Auf jeden Fall schreib mal bei Instagram, wenn du möchtest. Auch mit einer normalen Frage. Da bin ich am besten erreichbar. Kann man alles 7TV
Mode sehen. Ja, also bei 7TV ist halt alles drin, ne? Better Twitch TV, Franker Face und 7TV Modes. Also drei in einem quasi. Ja. Es funktioniert. Der Sender ist online und sendet im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Ey, hör mir bloß auf mit diesem SOS-Affenalarm, ey. Das ist auch wirklich unerträglich. Das darfst du gar nicht in dein Leben lassen, sonst tust du es den ganzen Tag labern. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Zieh die Stäbe auf, aber pass gut auf. Oh nein, das ist doch diese Unsterbliche, oder? Was soll ich denn jetzt machen mit dem, ihr Scherzbolde? Solange der Jäger da ist, kann das System die Abriegelung nicht aufheben. Du musst die Türentriegelung überbrücken. Ich versuch. Die Explosion hat die Hälfte der Platinen gekillt. Fast gehört. Halte durch. Für die normalen kann ich ja wenigstens töten. Manuelle Entriegelung. Manuelle Entriegelung bereit. Oh mein Gott! Manuelle Entriegelung bereit. Oh mein Gott, das war noch ein halber Mensch. Das klang ja gut. Die Noob-Tube-Legende. Also der Flammenwerfer-Modus, wo du so eine Feuerwand erscheinen lässt, macht auch Ballon. Das beste TV-Angebot, meinst du jetzt Flat-TV? Oder das beste Abo-Modell, wo du die besten Serien und so bekommst? Es ist wahrscheinlich immer noch Netflix, aber Disney Plus zieht nach. Butterbrot, der erste Teil ist aus 2008. Aber das ist ja hier ein Remake, den ich zocke, ne? Der ist auf die PlayStation 5 geportet. Also, deutlich verbesserte Grafik und so. Deshalb sieht das auch dementsprechend gut aus, ne? Und da stimme ich dir natürlich zu. Sieht absolut gut aus. Okay, keine Kohle, nix. Also ich finde Disney Plus lohnt sich schon, ja. Fühle mich auch auf der Plattform sehr wohl. Oh, nicht schon der schon wieder, Mann. Was soll ich denn hier machen, ihr Schweine? Oh, der bleibt draußen, sehr gut. Ich dachte, die kommen jetzt alle hier rein. Ich muss alle bekämpfen. Schnell weg. Also das Upgrade für den Frisbee-Werfer. Sehr strong. Hat sich gelohnt. Ist wohl weg. Merkt man. Aber sicher bin ich nicht. Den Damage Boost. Das System spielt wieder verrückt. Oh, ich sehe wieder Kamerastörungen. Wie mein Bruder aussehen. Er winkt mir zu. Wenigstens ist der Sender unterwegs. Ich richte mal die... Warte. Array-Empfänger reagiert nicht? Scheiße. Weil ich den Game geben würde, 1 plus 9. Ja, 1 bis 10. Mindestens 0. Hoffentlich waren die 48 Stunden auch falsch geschätzt. Ohne Kommunikation keine Rettung. Oh.
Nimm die Monorail zur Brücke. Ich öffne die Tür zum Kommunikationsraum. Guck du, was mit dem Array passiert. Und keine Sorge wegen Nicole. Wie Hammond sagt, sie wird das Richtige tun. Glaubt ihr irgendwann, Chat, dass man so wirklich Video callen kann? Oh, nee. Laufende Gerüste. Gerippe. Nicht in unserem Leben. Ja, ich gehe mal davon aus, immer wir sind so alle so im Schnitt zwischen 20 und 30. Also haben wir noch 50 Jahre, mindestens auf dem Dachomimacho. Ich glaube schon, dass wir noch ein paar richtig krasse Sprünge erleben werden. Überlegt mal, was alleine in den was in den letzten 20 Jahren passiert ist, ne? Freigabe bestätigt. Oh, 1800. Schnapp. Ja, Chat, auch in Deutschland wird irgendwann das Internet noch ausgebaut. Ich glaube noch dran. Vielleicht kommt erst das von Elon Musk. Starlink heißt ja, glaube ich, ne? Dass wir überall, egal wo wir sind, immer gutes Internet haben. Über Satellitenempfang. Wer weiß, wer weiß. Ja, die Ventilatoren kann man kaputt hauen, aber das bringt, glaube ich, nichts. Also das ist ein Spawnpunkt für Gegner. Da liegt kein Loot hinter. Finde ich aber auch gut, dass da kein Loot hinter liegt. Sonst müsste man immer akribisch darauf achten, ob irgendwo Ventilatoren zum Kaputtschlagen sind. Starlink gibt's schon, doch schon. Nicht überall, mein Lieber. Hat er das nicht begrenzt freigeschaltet für die Ukraine, wegen dem Ukraine-Krieg oder so? Ich meine, wenn es in anderen Ländern das gibt, bringt das uns in Deutschland ja nicht viel, ne? Wenn, dann braucht man es auch in Deutschland. Freigabe bestätigt. Oh. SOS. SOS, Affenalarm. Zieh die Stiebe raus, aber pass gut auf. Wenn sie runterfallen, dann bist du raus. Kapitel 7, Chat. So, dann machen wir jetzt erstmal, bevor wir die Main Story weitermachen, machen wir Nebenquest, oder? Wo war das, wo wir noch nicht reingekommen sind? War das das, Chat? Oder das da drüber? Wisst ihr, Chat, das untere mit der Türe? Das hier? Vielleicht können wir jetzt auch zu allen rein. Ist das Nebenziel hier? Oh, das Nebenziel ist hier noch. Zieh die Stäbe raus, aber pass gut auf! Lel. SOS, Affenalarm!
Gleich spiel ich die Scheiße einmal ab, Digga. Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerelosigkeit deaktiviert. Für euch wieder Sound gemutet. Falls ihr gestern nicht dabei wart, die Stelle ist irgendwie verbuggt. Die ist extrem, extrem, extrem laut. Viel, viel, viel zu laut. SOS! Affenalarm! Aha! Aufmachen, Polizei. Freigabe bestätigt. Also wirklich, das ist schon fies manchmal, oder? In so engen Räumen. Logbuch des Maschinen. Auf einmal steht er neben dir. Schon fies. Technische Fachkraft, Ariel Rousseau. Die Zentrifugenwartung ist... Wenn sie fallen, ist es aus. Ich habe nicht mal richtig geschlafen, seit sie den Marker an Bord gebracht haben. Das Einzige, woran ich mich genau erinnere, ist die Triebwerksinspektion. Ich ging in die Triebwerkskammer und anstelle des Haupttriebwerks war dort ein Herz. Ein Herz, so groß wie der Raum, das einfach nur pumpte und pumpte. Dann sagte Henderson irgendetwas und als ich mich umdrehte, war es wieder eine Maschine. Aber ich kann immer noch das Pumpen in der Ferne hören. Fast friedlich. Vielleicht kann ich dann besser schlafen. Wenn ich nah genug rankomme, vielleicht gehe ich direkt rein. Dort ist es warm und dunkel. Ja, das ergibt Sinn. Okay. Was ist der nächste Schritt bei der Nebenquest? Kein Zugang, kein Zugang. Jetzt kommt ja wieder die Stelle hier. Mute schon mal Sound wieder. Schwerelosigkeit aktiviert. SOS! Affenalarm! Original haut 20 Naschis raus. Ne, viel mehr. 25 Naschis. Ich bin reich. Danke für die 25 Naschis, Chat. Lass mal der Gästerbombe steigen. Danke für die 25 versteckten Subs an die Community. Ich habe jetzt so ein Bedürfnis, irgendjemand eine Sprachnachricht zu schicken und ihn einfach SOS-Affenalarm in die Sprachnachricht zu schreien. Zieh die Stäbe raus, aber pass gut auf, wenn sie fallen, bist du raus! Das hat gerade so gut getan. Ist das geil. Yee, jetzt geht's mir gerade voll gut irgendwie. Oh Mann, ey. Wenn sie fallen, ist es raus. Ah, scheiß drauf. Ja, Allmanns.
Level Up kickt heute wieder gut. True. Wo sind wohl noch Türen, wo wir Level 3 brauchen? Das ist eine gute Frage. Ja, Chat, guck mal. Ihr müsst einfach mal auf YouTube suchen. Aber ich würde euch empfehlen, macht es nicht. Es ist wirklich geisteskranker. Geisteskranker. Ohrwurm. Und ihr werdet ihn nie wieder los. Und zeigt ihn auf gar keinen Fall euren Mädels. Ihr müsst das Video von euren Mädels fernhalten. Die steppen die ganze Zeit durch die Wohnung und bringen nur noch das. Ich sag's euch, ich hab's erlebt. Ey, Blumentopf, danke für die 2 Monate. Oh, nee, ne? Wo ist denn jetzt hier wieder eine Stasis-Auffüllstation? Legende war hier, ne? Hier nach links. Hier links. SOS. Affenalarm. Zieh die Stäbe raus. Aber pass gut auf. Wenn sie fallen, bist du raus. Das als Raid. Falsch abgebogen. Das als Raid-Sound, Digga. SOS, auf den Alarm. Als 20... Ah! Als 20 Sub-Alert? Nee, Bruder. Dann drehen die Leute damit durch, um zu provozieren. Es war gut, dass wir die Waffe geupgradet haben. Sehr gut sogar. Macht richtig gut Damage. Hä? Warum ist denn hier eine Stasis-Ding? Habe ich die gerade nicht gesehen? Bin ich so blind? Habe ich die gerade hier nicht gesehen, die Stasis-Station? Oder war die nicht an? Das gibt's ja gar nicht. Chat, der eine sagt, ihr seid Bots, weil so wenig im Chat los ist. Schreibt mal alle in einzelnen Chat. So zeigen, dass ihr Bots seid. Kappi. Halt beim Storygame tun die Leute halt eher chillen mit den Grillen. Nicht jeder talkt die ganze Zeit im Chat. Außerdem sind die alle am Clips schauen. DNA-Analyse. Zwar von SOS Affenalarm. Übereinstimmung gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Eingetragener Arzt Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. Rig-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rig-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Ich finde Harris Bett auf der Intensivstation, okay. Ich hoffe, die Nebenmission lohnt sich auch, also dass es nicht nur eine Trophy gibt, sondern vielleicht ein bisschen Mutter oder so. Eine Stunde Affenalarm. Nee, Bruder, das ist wohl gar mehr too much.
Hab Bock auf das Cyberpunk DLC? Ja, schon. Hat man da eigentlich schon ein Datum? Nee, oder? Weil ich glaube, davor spiele ich nochmal die PS5-Version. Davor daddel ich nochmal die PS5-Version auf Platin, glaube ich. Hätte ich schon Bock drauf. Wie gruselig ist eigentlich diese Krankenstation, ey, meine Güte. Manchmal die Muni rausflippt. Oha. Freigabe bestätigt. Boah, 1500 Credits. Schmackofatz. Ah. Jetzt nimmt es auf. Sehen Sie bitte hoch. Ach, der Typ, ey. Den mag ich nimmer. Noch kein Datum, schade. Ganz ruhig. Es wird nicht wie auf Elge Siegmund der unschönen Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen. Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind. Daunos, danke für den frischen Prime. Willkommen, viel Spaß mit den Emotes. Haben Sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja, das stimmt. Ich bin bereit. Breaky Your Head. Danke auch für deinen frischen Prime und willkommen. Suche das Ersatzlager. Okay. Was soll denn der Marker sein, Chat? Sowas wie die Macht der Seuche, so ungefähr wie bei der Flood von Halo. Da gibt es ja auch eine Stimme, die sprechen kann für die Flood.
Alien-Artefakt. Gibt's Pläne von Twitch 2K oder 4K-Streams einzufügen? Das weiß ich leider nicht, mein Süßer. Auf jeden Fall hat die neue Grafikkarten-Generation jetzt die Möglichkeit, mit einem besseren Codec einfach die Pakete, die ins Internet geschickt werden, besser zu komprimieren. Und dadurch kannst du mit derselben Bandbreite doppelte bis dreifache Videoqualität schaffen. Und wenn das Twitch unterstützt, OBS und die Grafikkarten tun es schon, dann würde sich die Qualität nochmal deutlich steigern. Und ich hoffe, das setzen die zeitnah um. Wäre sehr begrüßenswert. Die PC hat eine Nvidia-Karte bisher. Ja, die könnte ich ja einfach upgraden dann, ne? Wäre ja kein Problem. Rage, bin jetzt nicht mega traurig, wenn ich das Spiel durch habe, aber... Abbausektor, Maschinenraum. Macht schon super Laune. Wir werden ja noch einen New Game Plus Run machen. Für die ganzen Upgrades. Dann noch diesen Challenge Run. Wenn die ganzen Story Games in 4K, also in nativen 4K, 60 Frames am Start sind, werde ich auch nochmal auf YouTube von der Aufnahmequalität einen Step höher gehen. Werde ich auch auf 2K hochgehen. Energie wiederhergestellt. Nicht auf 2K Lost, auf 4K. 2K nehme ich ja schon auf.